Wäre schön, wenn wir irgendwann den großen Container kriegen. Da könnten wir dann da alles reinschmeißen. Und dann wäre es sortiert, nicht so wie jetzt hier. Hallo und herzlich willkommen zur 30. Folge unseres Let's Play Planet Nomads. Ja, in letzten Folgen richtig Katastrophen erlebt. Wir sind in Löcher gefallen, wir sind angegriffen worden und so weiter und so fort. Und ja, jetzt haben wir schon wieder das Problem, dass wir hier bei irgendwelchen Tieren und Nester sind. Du willst was von mir? Du nicht mehr. Ich will nichts von euch, sondern ich will hier das Wrack bergen. Also lasst mich einfach das in Ruhe machen. Ja, sowas mache ich nicht gerne, aber das ließ sich jetzt nicht vermeiden. Biomasse, okay. Die nächsten sind weit genug weg. Was? Letzte abgefangene Kommunikation von Mira Sari, leitende Technikoffizier des Terraforming-Schiffs Anita. Das ist ja das Schiff, wo wir her sind. Okay, aber da ist auch wieder nicht übersetzt. Irgendwelche Fragezeichen? Nein, haben wir nicht.
Da haben wir wieder mal Stoff. Gut, das haben wir auch. So. Jetzt haben wir hier nichts mehr. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal wieder zur Basis zurück. Und die Basis ist in welche Richtung? Nordost, Ost-Nordost. So, dann wollen wir mal bei uns in der Basis diesen Urangenerator. Ach, da wollte ich doch noch was gucken. Genau. Wir haben hier jetzt den hier. So, da ist auch einer. Haben wir sonst noch irgendwo welche? Was ist denn G? Was ist denn G? Müssen wir zu diesem G hin? Wir könnten theoretisch von da nach da uns teleporten. Aber erstmal bauen wir den Urangenerator in der Hoffnung, dass uns das weiterbringt. Ich wusste es, dass ich da irgendeinen Baum wieder erwische. Na komm, erstmal hier unten lang. Fast Richtung Osten. So.
So. Probieren was. So. Ich wusste es, dass ich dagegen fahre. Warum versuche ich es dann erst? Das Loch kam jetzt irgendwie bekannt vor, was da war. Bisschen langsam hier, weil sonst haben wir garantiert gleich wieder einen Baum davor. Weg da. Ich sah ja senkrechten Berg hoch, aber nicht im Wasser, nicht die kleinste Steigung. So, nochmal gucken, wo wir sind. Ja, einfach geradeaus weiter. Die Richtung passt. Wenn ich nicht gerade gegen Baum fahre. Ah, 2 Kilometer, sagt er uns jetzt endlich. Basis 2 Kilometer. Gut.
So, jetzt kommen wir in den Bereich, wo hier diese Schluchten sind. Aber wieso? Was machst du denn? Was macht der? Hallo? Hey, wieso kippst du denn nicht wieder um? Und wieder am Laggen, weil er am Speichern ist. Das nervt manchmal schon so ein bisschen. Ich sage, bei einer Alpha akzeptiert man das, aber das soll ja angeblich eine fertige Version sein. Und ja, ist es in meinen Augen definitiv nicht. Hopp. Ja, los, weiter, weiter. Oh, falsche Taste erwischt. So, und da komme ich definitiv nicht heile runter, ne? Okay, ging. Komm, 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 komm. Hoch da mit dir. Nee, och, wieso fliegt der jetzt neuerdings immer mit der Nase zuerst runter? Ich habe ihn hinten beschwert. Da müsste er doch nach hinten wegsacken. Wieder. Da, wir sind wieder zu Hause. Sehr schön. Na, geh doch. Geh doch da lang. Menno.
Okay. Ist nichts mehr. So, und da wird jetzt endlich mal wieder ein bisschen Nahrung hergestellt. Wäre schön, wenn wir irgendwann den großen Container kriegen. Da könnten wir dann da alles reinschmeißen. Und dann wäre es sortiert. Nicht so wie jetzt hier. Okay, alles voll. Sag nicht, ist alles voll. Dann nehme ich die raus. Das und das raus, das hier rein. Okay, dann haben wir alles. Gut. Was hatte ich gesagt? Urangenerator. Den setzen wir hier irgendwo hin. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst es aber nicht. Bis dann. Tschüss.